Wenn der Rettungsdienst kommt, geht es schon lange nicht mehr nur um Leben und Tod, sagt Sanitäter Konrad Franz. Das geht tatsächlich vom eingerissenen Fingernagel über den Patienten, der sich den Zeh am Tisch gestoßen hat, der jetzt einfach ein bisschen blau ist, bis hin zu dem betrunkenen Jugendlichen, der sich nicht mehr ertüchtigt fühlt, ins Taxi zu steigen und deswegen die 112 wählt. Solche Fälle kennt auch Sanitäter Danny Bender aus Ludwigshafen. Ein Ding, was es mal war, das werde ich auch nie vergessen, war ein Patient gewesen, der hat uns dann nachts angerufen, weil er Rückenschmerzen hat und war ein bisschen übergewichtig gewesen und hat uns dann gebeten, quasi mit Voltaren seinen Rücken einzucremen, ja, mitten in der Nacht. Und am Tag, keine Ahnung, wenn man so 10, 11 Einsätze hat, kann man mittlerweile schon sagen, dass 6, 7 eigentlich Fahrten sind, die man hätte vermeiden können. Und das kann Leben kosten, sagen beide. Für uns ist das Problem, dass wir wissen, wenn hier in der Nähe ein Kind eine Atemnot hat, vielleicht ein Kind erstickt oder ein Patient einen Herzinfarkt erleidet, für den kein Rettungswagen bereitsteht. Wie im Fall von UTS kleiner Tochter Stina. Das 18 Monate alte Kind hatte einen Fieberkrampf in der Kita. Als ich zur Kita kam, war sie halt schon so schläfrig, ist bewusstlos geworden und hat letztendlich einen ganz kurzen Atemstillstand gehabt. Die Kleine überlebt, aber der Rettungsdienst braucht 20 Minuten, der Notarzt sogar 40 Minuten bis in die Kita, da keine Einsatzkräfte verfügbar waren. Die Feuerwehrgewerkschaft sagt deshalb, unser Notfallsystem steht vor dem Kollaps und fordert von Politik und Gesundheitsminister Jens Spahn Konsequenzen. Die Politik und der Gesetzgeber müssten eine klare Ansage machen und auch klare Kostenzuweisungen machen. Was passiert, wenn der Rettungsdienst missbraucht wird? Nur über Kosten entsteht Druck. Und der Preis ist happig. Ein Rettungsdiensteinsatz liegt bei rund 1.000 Euro. Kosten, die vermeidbar wären, denn bei Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind, reicht ein Anruf beim ärztlichen Notdienst unter 116 117. Und das würde Sanitätern wie Danny Bender und Konrad Franz auch mehr Zeit für echte Notfälle verschaffen.